Traiskirchen darf in diesem Fasching Landesnarrenhauptstadt sein. In einer Pressekonferenz wurde das Landesprinzenpaar und das Programm für den Fasching vorgestellt. Aber wie wird man eigentlich Landesnarrenhauptstadt? Wir haben uns beworben, wir sind sehr ehrgeizig. Wir sind das 7. Mal Landesnarrenhauptstadt. Für mich das 1. Mal als Präsidentin. Mich hat das schon immer gereizt. Zwar bin ich jetzt schon sehr nervös, aber ich freue mich auf diesen Tag. Und wir werden das Land Niederösterreich sehr gut vertreten. Was hat es denn eigentlich mit diesen Faschingsgilden auf sich? Die Faschingsgilden wurden einfach in den 50er Jahren in Österreich gegründet, viele Faschingsgilden, um das Faschingsbrauchtum, das schon Jahrhunderte in Österreich ist, ein bisschen unter Organisation, unter Vereinszwecke zu kriegen. Für Bürgermeister Andreas Babler ist der Faschingsbeginn immer wieder etwas Besonderes. Am 11. ist das traditionelle Narrenwecken. Jedes Jahr am Hauptplatz ja fix, wo der Bürgermeister in seinem Büro sich verschanzt und schlussendlich mit Kanonenböller belagert wird und dann schlussendlich die weiße Fahne hisst und die Stadtinsignien, also den Schlüssel auch übergibt, symbolisch an die Faschingsgilde. Der Schlüssel der Stadt wird übergeben, um der Bevölkerung zu zeigen, dass die Stadt die weiße Fahne hisst und den Narren für den kommenden Fasching, eben von Jänner bis Faschingdienstag, die Oberhoheit in der Stadt überlässt. Und wenn man Landesnarrenhauptstadt ist, wird das alles natürlich um eine Spur größer. Wir haben um die 400-450 Personen hier bei der Landesnarrenhauptstadt. Man übergibt genauso die Stadtinsignien. Das Prinzenpaar wird auf einmal auch zum Landesprinzenpaar für Niederösterreich. Die Bedeutung ist eigentlich umso mehr, denn in Wirklichkeit haben wir den Vorsitz aller Prinzenpaare oder Herzogpaare, die in Niederösterreich sind aufgrund dessen natürlich auch auf allen Veranstaltungen eingeladen, haben umso mehr Termine, können umso mehr Termine nicht wahrnehmen natürlich, weil zu reisen geht sie einfach nicht und mehr wie 2 Termine am Tag geht sie halt auch nicht wirklich aus. Aber es ist noch mehr Arbeit, aber auch noch mehr Freude des Ganzen. Welche wichtigen Termine gibt es jetzt in Traiskirchen? Also zu Beginn der 11.11. unseren Landesnarrenwecken, dann am 2. und 3. Februar nächsten Jahres unsere Narrensitzungen und am 10. Februar unseren Jubiläumsumzug, auf den wir uns auch schon sehr freuen, weil es wird diesmal ein richtig großer Umzug, wo sich schon über 350 Personen angemeldet haben, also auf das freue ich mich auch schon.